Merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde yine Almanca'da çok kullanılan fiillerden tragen, hinstellen, sich ausruhen, aufheben, helfen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde radyo, tv, kitap, roman, makale vs. de kullanılmaktadır. Perfect, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur bir, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, Mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz tragen. Taşımak anlamına geliyor. Tragen düzensiz bir fiildir. Präsens ich trage. Ben taşıyorum. Ich trage. Ich Ich trage, Präteritum: ich trug, bantheschiodum, ich trug, ich trug, perfekt, ich habe getragen, bantheschiodum, ich habe getragen, ich habe getragen, Delem, ich, ich, ich trage, ich trage. Ich trug, ich trug. Ich habe getragen, ich habe getragen. Futurbir, ich werde tragen. Bantashijum, ich werde tragen, ich werde tragen. Futuriki, ich, ich, ich werde getragen haben ich werde getragen haben ich werde getragen haben plus perfekt ich, ich hatte getragen ich hatte getragen ich hatte getragen ich werde tragen ich werde tragen ich werde getragen haben. Ich werde getragen haben. Ich hatte getragen. Ich hatte getragen. Er trägt die Einkaufstasche der alten Dame, weil diese sehr schwer ist. Er trägt die Einkaufstasche der alten Dame, weil diese sehr schwer ist. Er trägt die Einkaufstasche der alten Dame, weil diese sehr schwer ist. Sie ist sehr gebildet und wird nach ihrem Vater die Verantwortung für die ganze Firma tragen sie ist sehr gebildet und wird nach ihrem vater die verantwortung für die ganze firma tragen. sie ist sehr gebildet und wird nach ihrem vater die verantwortung für die ganze firma tragen. Diğer fiilimiz hinstellen. Bir nesneyi bir yere koymak anlamına geliyor. Hinstellen ayrılabilir bir fiildir. Präsens ich stelle hin. Ben bir nesneyi bir yere koyuyorum. Ich stelle hin. Ich stelle hin. Präteritum ich stellte hin. Ben bir nesneyi bir yere koyuyordum koydum. Ich stellte hin. Ich stellte hin. Perfekt. Ich habe hingestellt. Ben bir nesneyi bir yere koydum. Ich habe hingestellt. Ich habe hingestellt. Tekrar edelim. Ich stelle hin. Ich Stelle hin. Ich stellte hin. Ich stellte hin. Ich habe hingestellt. Ich habe hingestellt. Futurbir, ich werde hinstellen. Ich werde hinstellen. Ich werde hinstellen. Ich werde hinstellen. Futuriki, ich werde hingestellt haben ich werde hingestellt haben ich werde hingestellt haben Plusquamperfekt perfekt ich hatte hingestellt ban birnesne koymuştum. ich hatte hingestellt ich hatte hingestellt. Tekrar edelim. Ich werde hinstellen. Ich werde hinstellen. Ich werde hingestellt haben. Ich werde hingestellt haben. Ich hatte hingestellt. Ich hatte hingestellt. Ich hatte hingestellt. Die Mitarbeiter der Umzugsfirma stellten die Möbel im Wohnzimmer hin. Taşıma şirketinin çalışanları mobilyaları oturma odasına koydular. Tekrar edelim. die Mitarbeiter der Umzugsfirma stellten die Möbel im Wohnzimmer hin. Die Mitarbeiter der Umzugsfirma stellten die Möbel im Wohnzimmer hin. Ich habe die Stühle auf der Terrasse hingestellt. Ich habe die Stühle auf der Terrasse hingestellt. Ich habe die Stühle auf der Terrasse hingestellt. Der Fiilimiz sich ausruhen dinlenmek anlamına geliyor. Sich ausruhen reflexiv ve ayrılabilir bir fiildir. Präsens Ich ruhe mich aus. Ban dinleniyorum. Ich ruhe mich aus. Ich Ruhe mich aus. Präteritum. Ich ruhte mich aus. Ban din leniordum din Ich ruhte mich aus. Ich ruhte mich, mich aus. Perfekt. Ich habe mich ausgeruht. Ban din landim. Ich habe mich ausgeruht. Ich habe mich ausgeruht ich ruhe mich aus, ich ruhe mich aus, ich ruhte mich aus, ich rute mich, mich, mich aus, ich habe mich ausgeruht, ich habe mich ausgeruht. Futurbir, ich werde mich ausruhen. Ban din ich, ich werde mich ausruhen ich werde mich ausruhen Futuriki? ich werde mich ausgeruht haben dann den ich werde mich ausgeruht haben ich werde mich ausgeruht haben, haben. haben. Plus perfekt ich hatte mich ausgeruht dann den ich hatte mich ausgeruht. Ich hatte mich ausgeruht. Delim. Ich werde mich ausruhen. Ich werde mich ausruhen. Ich werde mich ausgeruht haben. Ich werde mich ausgeruht haben. Ich hatte mich ausgeruht. Ich hatte mich ausgeruht. Örnek cümlemize geçelim. Ich habe die schwere Einkaufstasche einer alten Dame getragen. Ich werde mich zuerst ausruhen, danach helfe ich dir beim kochen. Yaşlı bir kadının ağır alışveriş çantasını taşıdım. Önce dinleneceğim, daha sonra sana yemek pişirirken yardım ederim. Tekrar edelim. Ich habe die schwere Einkaufstasche einer alten Dame getragen. Ich werde mich zuerst ausruhen, danach helfe ich dir beim Kochen. Ich habe die schwere Einkaufstasche einer alten Dame getragen. Ich werde mich zuerst ausruhen, danach helfe ich dir beim Kochen. Dialbefehlemis, aufheben. bir nesneyi bir yerden kaldırmak veya bir şeyi muhafaza etmek anlamına geliyor. Aufheben ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsent ich hebe auf. Ben kaldırıyorum. Ich hebe auf. Ich hebe auf. Präteritum ich hob auf. Ben kaldırıyordum, kaldırdım. Ich hob auf. Ich hob auf. Perfekt. Ich habe aufgehoben. Ben kaldırdım. Ich habe aufgehoben. Ich habe aufgehoben. Tekrar edelim. Ich hebe auf. Ich hebe auf. Ich hob auf. Ich hob auf. Ich habe aufgehoben. Ich habe aufgehoben. Futurbir, ich werde aufheben. Ban kaldre ich werde aufheben. Ich werde aufheben. Futuriki, ich, werde aufheben. ich werde aufheben werde aufgehoben haben ban kaldermischcholijem ich werde aufgehoben haben ich werde aufgehoben haben plusquam perfekt ich hatte aufgehoben ban kaldermischcholijem ich hatte aufgehoben ich hatte aufgehoben tigranidilim ich, hatte aufgehoben. ich, hatte aufgehoben. ich hatte aufgehoben werde aufheben, Ich werde aufheben, Ich werde aufgehoben haben. Ich werde aufgehoben haben. Ich hatte aufgehoben, ich hatte aufgehoben. Erlimi Hebst du bitte deine Kleider vom Boden auf, <laughs> Lütfankiafetlilmiardankalderirmüssün. Tekrar edelim. Hebst du bitte deine Kleider vom Boden auf? Hebst du bitte deine Kleider vom Boden auf? nemis. Ich werde die Fotos meiner Großeltern sicherheitshalber in der Schublade aufheben. Büyük Annem de emin olmak için muhafaza edeceğim. Tekrar edelim. Ich werde die Fotos meiner Großeltern sicherheitshalber in der Schublade aufheben. Ich werde die Fotos meiner Großeltern sicherheitshalber in der Schublade aufheben. Diğer bir fiilimiz helfen. Yardım etmek anlamına geliyor. Helfen düzensiz bir fiildir. Präsens ich helfe. Ben yardım ediyorum. Ich helfe. Ich helfe. Präteritum ich half. Ben yardım ediyordum, yardım ettim. Ich half. Ich half Perfekt, ich habe geholfen damit. Ich habe geholfen. Ich habe geholfen Telim ich helfe ich helfe, ich half Ich half Ich habe geholfen, Ich habe geholfen. Futur bir. Ich werde helfen. Ben yardım edeceğim. Ich werde helfen. Ich werde helfen. Futur iki. Ich werde geholfen haben. Ben yardım etmiş olacağım. Ich werde geholfen haben. Ich Werde geholfen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geholfen. Ich hatte geholfen. Ich hatte geholfen. Ich werde helfen. Ich werde helfen. Ich werde geholfen haben. Ich werde geholfen haben. Ich hatte geholfen. Ich hatte geholfen. Örnek cümlemize geçelim. Die Eltern des Kindes helfen immer bei den Hausaufgaben. Çocuğun ebeveynleri ev ödevlerinde her zaman yardımcı oluyorlar. Tekrar edelim. Die Eltern des Kindes helfen immer bei den Hausaufgaben. Die Eltern des Kindes helfen immer bei den Hausaufgaben. Bir örnek cümlemiz, kannst du mir bitte beim Schneiden des Salates helfen? Bana salatayı keserken yardımcı olur musun, lütfen? Tekrar edelim kannst du mir bitte beim schneiden des salates helfen kannst du mir bitte beim schneiden des salates helfen bukunji dars tragen hinstellen sich ausruhen aufheben helfen viele